Tür. Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Das ist was, das sehe ich jetzt immer mehr aufkommen. Das ist jetzt im Grunde so eine Diskussion, die jetzt gerade im Aufkeimen ist, wie die Darstellung in Videospielen und Horrorfilmen und Horrorspielen vor allem halt so Nervenheilanstalten so Klischee, stigmatisiert ja, und ja. Diese Klischees bedient und sowas. Mhm. Ich glaube, da wird in Zukunft wahrscheinlich auch eine Sensibilisierung stattfinden für das Thema. Kann aber hier 2008 war das halt einfach noch so. Ja, ich meine, also ich höre dir die Dialoge an. Das ja, ist eben. Halt, das wird heutzutage, hätten die einen Shitstorm am Hals. Ja. Also wirklich. Ich bin gespannt, wie der zweite und vor allem der dritte Teil rein werden. Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, weißt du, was ich nicht verstehe? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind hier in so einer klischeehaften, in so einem quasi Irrenhaus, unter Anführungsstrichen, ja. Wie man das darstellt. Und die haben Mark Hamill, die deutsche Stimme von Mark Hamill, lizenziert quasi. Der hat schon Rollen gesprochen. Mhm. Und der spricht keinen Irren. Der ist ja die Synchronstimme von Joker. Ha. Und der spricht in der Irrenanstalt echt kein Irren. Vielleicht also wirklich. Noch nicht. Na, vielleicht. Ich meine, wir haben noch zwei Türen. Also ohne Witz, ey. Da hat man Mark Hamills deutsche Stimme und macht ihn nicht zum deutschen Joker. Ha. Wobei ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob der im Deutschen auch von Mark Hamills Synchronstimme eigentlich gesprochen wird, der Comic-Joker. Soll das ein Witz sein? Oder hauptsächlich wissen Sie selbst nicht, wo sich Ihre Patienten gerade aufhalten? Achso, ein Witz. Okay, Kamera? Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Okay, aber anscheinend können wir damit sonst nichts weitermachen. Jetzt wissen wir, wie sie aussieht. Jetzt wissen wir, wie sie aussieht. Oder in San Cristobal. Oder sah, ja. Ich finde es auch sehr schön, dass hier einfach alles so weggeschwärzt wurde, bis auf ihr Name. Naja. Hat es der Insasse hier gemacht anscheinend, oder wie? Ja, wer weiß. Oder kriegen die nur geschwärzte Zeitungen, dass sie sich nicht so aufregen? Der Artikel war sehr aufregend. Okay, hier kann man anscheinend nichts machen. Blut. Sieht aus wie Blut. Und noch mehr Blut. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Die nehme ich mit. Ja, warum nicht? Das könnte der Pixelkopf von einem Dalek sein. Ich wäre vorsichtig. Ah, aber weißt du? Oh, das sind auch Aliens hier. Es macht alles Sinn jetzt. Ah, nee, schade. Ich dachte, man könnte da irgendwas rauskratzen. Aber warum sollten wir einen Fingernagel mit abgebrochenen mitnehmen? Du hast recht, es ist ein Adventure. Eben. Na gut, aber man kann anscheinend sonst nichts machen hier. Nee. Wir könnten mit dem Teddy das Blut aufwischen. Aber, weißt du, ich gehe lieber doch nochmal in dieses eine... Ach nee, okay, man kommt da gar nicht mehr hin. Warte mal, auf der Matratze sind lauter rote und gelbe Flecken. Ich möchte gar nicht wissen, woher die kommen. Na gut, Ketchup okay. Und Mayo. Da hat wieder wer Pommes im Bett gegessen. Das kenne ich. Ja, das kennen wir beide. Na gut, gehen wir noch zu der Tür da. Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Eben, wahrscheinlich hab ich mir auch ist das gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Na gut, da können wir hier aber eigentlich auch nichts mehr machen. Hä? Können wir vielleicht dem die Zwiebel reinlegen? Der sieht so aus, als hätte er eine Zwiebel gegessen, oder? Hm. Ja, aber... Oder vielleicht damit? Nee. Wollen wir einem der Irren diese Zange durch die Stäbe reichen? Also ich sag irre wirklich in Bezug auf die Darstellung hier, absichtlich. Damit der dann irgendwie bei nächster Gelegenheit den Ramon-Pfleger damit attackiert und dann ist der aus dem Weg?
Eine Idee wär's. Okay, gut. Gehen wir mal alles durch, würde ich sagen, oder? Ob wir irgendwo was vergessen haben. Also hier dürfte nichts mehr sein. Wir haben so viele Utensilien. Ich wüsste überhaupt nicht, was wir damit machen. Moment, was ist jetzt eigentlich unser Ziel? Unser Ziel ist herauszufinden, wo dieser Ramon ist. Weil hier ist eigentlich auch nichts mehr, was wir machen könnten. Hey, ist da auf einer der Karten? Geh noch mal rein. Auf einer der Karten ist das Bild von der Stationsleiterin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Auf welcher Karte? Die da am Boden liegt. Und zwar das ganz war rechts. Mann, oder? Ne, ganz rechts. Ach, die da. Sieht schon sehr aus wie die Frau aus der Zeitung, finde ich. Ah, das stimmt. Die braucht der arme Kerl bestimmt. Du kannst die nehmen, steht da. Ja, ja, aber kann ich nicht. Ich Ach hab so. Da drauf geklickt. Ach so. Nee, hier ist nichts mehr. Es gibt noch diese eine komplett verschlossene Tür hinten rum, die wir nicht aufgekriegt haben. Ja, aber die ist komplett verschlossen. Ja, aber vielleicht kann man damit irgendwas... Ich meine, das sind Kratzspuren an der Tür. Vielleicht können wir mit unserem Spieß da dran rumspießen. Rumspießen. Wir sind die ganz schöne Spießer. Schauen wir mal. Ach ja. Vielleicht können wir auch mit ihm nochmal... Ja, vielleicht könnte man jetzt nochmal mit ihm reden. Ist aber auch nicht so wichtig. Er hat seinen Zweck ja bereits erfüllt. Das Zweck erfüllt. Das ist aber nicht sehr nett. Nee, das ist wirklich nicht sehr nett. Dum, 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 dum. Er ist voll schmutziger Wäsche. Ha, voll schmutziger Wäsche. Hört sich aber an, wie ich könnte mich darin verstecken und dann werde ich irgendwo reingetragen. Ja, aber bis jetzt nicht. Ja. Was ist denn hier neben? Notizen. Haben wir uns die vorher schon mal angeschaut? Ich weiß es nicht. Schau mal nach, was da drauf steht. Da steht drauf, Vorsicht. Der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben, der etwas auffälliges und Wäschedienst. Nächster Abholtermin, Dienstag 14.30 Uhr. Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu... Ja gut, okay, aber da steht extra was mit Wäschedienst. Also. Ja, ja, das stimmt. Ist eigentlich, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die laute Musik vorher oder jetzt dieses Presslufthämmern. Ja. Das Sounddesign ist toll. Ja. Hey, konnte man den Spieß gerade auf die Zwiebel anwenden? Ich habe mir eingebildet, man hat da ganz kurz grün gesehen. Auf die Zwiebel. Die Zwiebel? Nee, okay, war nur der optische Halt. Okay. Ja, und kann jetzt? Das jetzt irgendwo... Der verbliebene Anstand verbietet jeglichen Kommentar zu einem aufgespießten Politiker. Okay. Hä? Okay. Wenn ich die Leinwand richtig anbringe, fällt die Tür beim nächsten Mal hoffentlich nicht ins Schloss. Okay. Das ist jetzt wieder so ein Rätsel, wo ich mir denke, das macht keinen Sinn mehr. Ja, ich verstehe auch gerade überhaupt nicht. Naja, wenn die Tür aufgeht, dann fällt sie nicht mehr richtig zu und dann kann man rein. Und wann geht die Tür auf? Beim nächsten Wäschedienst. Und wann ist der? 14.30 Uhr. Ja, wie spät ist es jetzt? Wenn etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, Wäschedienst. Nächster Abholtermin, Dienstag. Ja, ja. Aber ich weiß halt nicht, vielleicht muss man jetzt mal kurz aus diesem Bildschirm raus und dann wieder rein. Keine Ahnung. Ha. Hauptsache weg von diesem Geräusch, ey. Ah. Und hier drin ist nichts zu hören. Den Teddy können wir auch nicht verbrennen. Können wir vielleicht noch irgendwas... Wir können noch mehr Kohle rausholen. Ich meine, keine Ahnung. Haben wir halt noch mehr Kohle. Okay. Wer weiß. Ja gut, wahrscheinlich braucht man das wirklich nur für die Kohle. Und kann wahrscheinlich so viel rausholen, wie man will oder so. Ja. Ich weiß auch nicht. Oder kann man die Kohle mit den Teddybären benutzen? Nee. Aber wofür braucht man die Kelle? Und die Zwiebel? Die Zwiebel. Nee. Ich geh mal wieder raus. Zwiebel, 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 heu! Zwiebel, 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 heu! Was ist denn das wirklich? Das ist irgendwas von SpongeBob. Ah. Glaube ich. Freedom. So, okay, ich benutze jetzt unser... Freedom, 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 heu. Aber vielleicht ist es doch nicht SpongeBob. Naja, Kopierraum. Zählt. Hier waren wir schon, okay. Tresor. Tür benutzen.
Tresor benutzen. Hä? Eingangshalle mit Sabrina sprechen. Nachdem man alles untersucht hat, soll man nochmal mit ihr sprechen. Na, dann machen wir das jetzt mal. Gehen wir lieber mal... Genau, machen wir lieber mal das. Vielleicht hat sie uns noch irgendwas mitzuteilen. Kann ich noch mal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Okay. Die Zelle von Paris ist leer. Wo ist denn nun ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na, leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Perez? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Perez? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja. Das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh, Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Der Ramon hatte die Stimme von Trunks. Die haben wirklich halt die Creme de la Creme, ne? Also die fünf guten Synchronsprecher, die es gibt. Naja. Die Kamera in der Zelle von Manuel Perez, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charles Roy hat sie da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Okay. Na, wenn ich jetzt noch nicht... Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Wenn ich jetzt noch nicht gehört habe an Synchronsprechern, der in so einem Creme de la Creme der deutschen Synchronsprecher eigentlich nicht fehlen darf, ist die deutsche Stimme von Nicolas Cage und David Nathan. Ja, das stimmt, David Nathan ist nicht dabei. Piccolo, Schrägstrich ja. Batman. Mhm. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Mach das. So. Okay, dann wissen wir jetzt zumindest, dass jetzt die Wäsche gemacht wird. Und dass dieser Perez verschwunden ist. Ich glaube übrigens, ich weiß, wo der Perez ist. Jetzt, wo die gesagt haben, der ist verschwunden, weiß ich, glaube ich, wo man den dann trifft. Wenn das nicht irgendwas ist, was falsch abgespeichert ist in meinem Hirn. Siehst du? Da wird jetzt nämlich die Wäsche gemacht. Die Mäsche gewacht. So. Und ihm fällt einfach nicht auf, dass die Tür jetzt nicht richtig zugeht. Aber es klingt so, als wäre sie ins Schloss gefallen. Es klingt. Und warum sollte auch so ein dünnes Blatt Papier eigentlich überhaupt diese schwere Tür aufhalten? Ja, das macht halt echt keinen Sinn. Aber gut. Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt anscheinend da rein. Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Hallo? Keine Türklinke. Okay. Ich nehme das Bild mal wieder mit. Was? Warum? Ich weiß es nicht. Und jetzt? Hä? Der ist voll schön. Verstehe. Mach nochmal, geh nochmal zur Tür. Na? Na? Keine Türklinke? Nee. Hä? Okay, warte mal. Komisch. Hallo Finn, wie geht's? Hallihallo. Sabrina spricht Fleischgabe mit Portierbenutzung. Okay, müssen wir vielleicht jetzt die Fleischgabe da reinhängen und dann die Tür benutzen? Das macht zwar keinen Sinn, aber was soll's. Probieren wir es einfach nochmal. Das ist doch toll, ey.
Oh. Jetzt macht es halt mal richtig. So. Ja, ja, das ist der wunderschöne Presslufthammer-Sound da im Hintergrund. Okay, und jetzt geht sie. Jetzt kommt nochmal praktisch diese. Weil sie geht jetzt einfach ach weg und ich so. Hab sie dann nicht hingebracht. Wir haben das zu früh hingehangen, ja, quasi. Wir hätten erst sehen müssen, dass er da durchläuft. Ja, ja. Ach, das finde ich jetzt blöd. Ja, das ist auch das blöd. Ist echt bescheuert. Das ist nicht so sauber designt hier, das Rätsel. Aber gut, okay. Aber jetzt hat man auch gehört, dass die Tür jetzt nicht hat man auch keinen ist. Sound gehört. Okay. Naja. Naja, es ist immerhin nicht game-breaking. Sowas könnte auch leicht mal irgendwie ein Spiel kaputt machen. Das stimmt. Zum Glück ist das hier nur ein bisschen seltsam. Der Hell ist das? Ja, ich weiß nicht. Gemälde. Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. Die Bremer Seepiraten. Ja. Okay. Da draußen wuselt dieser Ramon rum. Dem sollte ich besser aus dem Weg gehen. Na gut. Pirat, Katze, Papagei, Spinne. Ich merke mir das mal. Stimmt, das ist vielleicht nicht schlecht. Ob die auch von diesem Massimo Gattuso finanziert wurden? Ist bestimmt die Kombination für den Safe in irgendeiner Form. Ein Möbeltresor. Ja, irgendwie. Ein Möbeltresor? Welche Möbel hat man denn in so einem Tresor? Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Vielleicht finde ich hier ja irgendwo einen Hinweis auf die richtige Kombination. Das ist Geheimakte Tunguska. Genau. Ein Adventure-Klassiker von 2000, Mitte der 2000er. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube 2006. Ja, sowas. Genau, und ein wunderbares Spiel mit den besten Dialogen. Ja, es ist teilweise echt furchtbar, aber es ist insgesamt wirklich kein schlechtes Spiel. Acht. Ob der Safe nun aufgeht? Mist, das war's wohl nicht. Es ist auch super, dass man aus dieser Maske nicht mehr rauskommt. Ich konnte da nur was anklicken. Ja, ja. Ach ja. Nee, das war eine Anspielung auf die Bremer Stadtmusikantenblitz mit dem Bremer Hafenpiraten. Genau. Weil da ein Mensch ist und auf dem Menschen eine Katze und auf der Katze ein Papagei und auf dem Papagei eine Spinne. Ich habe eine Idee, ja. Was der Code sein könnte. Aber erstmal. Ich auch. Ja. Und zwar 2, 4, 2, 8. 4. Ah, 1, du hast eins, recht. 1, 4, 2, 8. Oder 6. Erklären sechs. Wir dann gleich. Oder 6, ich bin mir nicht Von sicher. Von hier aus kann man die einzelnen Zellen überwachen. Einige der Monitore zeigen aber nur ein Flimmern. Andere sind sogar ganz ausgeschaltet. Okay. Das war, glaube ich, dann noch. Ja, genau, das war auch alles. Na gut, dann probieren wir es mal. Das ist schon, glaube ich, ja. Wie soll ich bloß die. Okay, also 1. 1. 4. 4. 2. 2. Und 8. Ob der Safe nun aufgeht? Ja. Juhu, ich bin ein Genie. Wir sind solche Genies. A. Carlos. J. Sanchez. S. Martinez. M. Perez. Hier ist es. Hoffentlich bringt mich das Band irgendwie weiter. Ja, du hast recht, wir sind Sherlock. Falls jemand nicht selber draufgekommen ist, sind das die Bremerhaven-Piraten in der Reihenfolge von unten nach oben. Der einbeinige Pirat, die vierbeinige Katze, zwei Beine Papagei und acht Beine Spinne. Ganz genau. Und wir haben das Band von Perez, dann schauen wir uns das mal an. Moment. Wir haben, der ist, glaube ich, bei Deichkind, oder? Die haben doch diesen Song, wir haben Paris und was habt jetzt ihr? Jetzt bin ich mal gespannt. Paris. Ich weiß. Interessant, diese Kamerafahrten von den Überwachungskameras, ne? Immer diese Schwenks gerade. Ja. Hat jemand sehr schön editiert noch nachträglich die Aufnahmen, damit es ein bisschen stimmungsvoller wird. Oh, okay. Anscheinend hat der Ramon den Perez irgendwie aus der Zelle geholt. Aus der Zelle geschleust. Und er wollte anscheinend nicht weg, aber er hat ihn befreit. Oh. Jetzt hat jemand gepupst. Na, ich glaube, wir wurden entdeckt. Was machen Sie hier? Ich sehe mir an, wie Sie einem Patienten zur Flucht verhelfen. Was? Was meinen Sie? Sie wissen genau, was ich meine. Ich? Schade. Eigentlich mag ich keine Gewalt. Aber Sie lassen mir leider keine andere Wahl. Bevor ich dran glauben muss, sind Sie dran. Oh.
Oh, oh. Nein, gib ihm schnell den Teddy. Ich will sie gar nicht verzweifeln. Das beruhigt ihn. Ich muss nur ganz dringend Manuel Perez finden. Er ist meine einzige Chance. Einzige Chance? Perez war vor vielen Jahren zusammen mit meinem Vater auf einer Expedition. Nun ist mein Vater spurlos verschwunden und ich hoffe, dass mir Perez bei der Suche helfen kann. Manuel und jemandem helfen? Er ist derjenige, dem man helfen müsste. Wieso? Weil er... Egal. Sie wollen ihm also wirklich nichts tun? Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, ich helfe Ihnen. Aber verpfeifen Sie mich nicht, sonst geht's mir echt an den Kragen. Die Frau Doktor versteht da überhaupt keinen Spaß. Die Frau Doktor scheint mir sowieso eine sehr unlustige Person zu sein. Warum eigentlich? Sie haben keine Ahnung, was die hier mit Perez machen? Nein, woher sollte ich? Er wurde vor einigen Monaten hierher gebracht, auf Antrag von einem gewissen Gattuso. Er war es auch, der die Charleroi als Chefin eingesetzt hat. Und dann fing der Horror an. Lassen Sie mich raten. Menschenversuche? Ja. Woher wissen Sie? Das ist jetzt nicht wichtig. Wissen Sie, welches Ziel diese Versuche haben? Nein. Es ging wohl darum, dass Manuels Krankheit irgendwie besonders ist. Es sind auch noch zwei weitere Personen eingeflogen worden, aber die waren ganz schnell wieder verschwunden. Es muss um etwas ganz Großes gehen. In den letzten Monaten wurden in diese Anstalt fast $1 Million investiert. Unsere Gehälter haben sich auf einen Schlag verdoppelt. Aber Geld ist nicht alles und der Preis eines Menschenlebens ist mir zu hoch. Ich wäre schon früher ausgestiegen, aber die Chefin hat gesagt, wer aussteigen will, steigt für immer aus. Und da habe ich mich nicht getraut. Ist schon okay. Ich muss jetzt aber dringend Perez finden. Je länger ich für die Suche nach meinem Vater brauche, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er... Gut, ich helfe Ihnen. Perez ist in einer Felsenhöhle versteckt. Gar nicht weit von hier. Aber nehmen Sie ihn nicht mit. Ich komme in ein paar Stunden nach und kümmere mich um ihn. Ich kenne hier eine Menge Leute, die werden uns verstecken. Einverstanden. Passen Sie gut auf sich auf, ja? Ja, Sie auch. Sie auch, Finn. Mach's gut. Mach's da gut. Da dachten wir, der ist der Böse, ne? Und dann, bam, ist er der Held. Er steht aber auch da wie so ein Böser, so breitbeinig. What a twist, so. Ne? Ja. Ich glaube übrigens doch, also ich bin mir nicht sicher, ob das die Stimme von Trunks ist inzwischen. Ich weiß es nicht, ob das die Stimme von Trunks ist, aber die ist eine sehr bekannte Stimme. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist irgendein berühmter Schauspieler, der die Stimme hat. Ich bin nicht drauf gekommen. Ja, ich weiß es auch nicht. In den Ohren, aber... Das Versteck ist relativ sicher. Trotzdem hoffe ich, dass Ramon Perez schnell abholt und sich gut um ihn kümmert. Genau, daran konnte ich mich nämlich erinnern, dass der so in so einer Höhle sitzt. Na, warum auch nicht? Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Wenn er nicht schon dem Wahnsinn nahe war, als er eingeliefert wurde, die Misshandlung durch diese Charleroi hätte wohl keiner ohne bleibende Schäden überstanden. Gib ihm einen Teddy. Vielleicht geht's ihm dann besser. Sind Sie Manuel Perez? Hallo? Verstehen Sie mich? Ich weiß nicht, ob er mich versteht, aber als ich ihn angesprochen habe, hat er mir in die Augen geschaut und gelächelt. Fast so, als würde er mich erkennen. Das ging mir bei dem Evenken in der Tunguska-Region ja auch schon so. Vielleicht hat er ja tatsächlich jemanden erkannt, nämlich meinen Vater. Okay. Was ist damals bei der Tunguska-Expedition passiert? Versuchen Sie, sich zu erinnern. Es könnte sehr wichtig sein. Entweder er kann sich an nichts mehr erinnern, oder er will nicht darüber reden. Oder er kann nicht drüber reden. Es klingt, er sollte wieder versuchen zu kommunizieren, finde ich, nur es klappt aus irgendeinem Grund nicht. Mein Vater ist verschwunden. Er wurde vermutlich entführt. Ich nehme an, dass der Grund für seine Entführung etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Sie haben doch viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Wissen Sie von irgendeiner Sache, die ihn jetzt nach so langer Zeit wieder eingeholt haben könnte? Er will mir wohl irgendwas sagen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht spricht er auch nur eine komische Sprache. Alienisch. Und vor allem warum? Was wollten die von ihnen? Das Thema scheint ihm Angst zu machen. Er muss schlimme Sachen in der Anstalt erlebt haben. Ich sollte ihn nicht weiter damit quälen. Auch wenn es für mich wichtig wäre. Das bringt so nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen, um ein paar Informationen aus ihm rauszukriegen. Okay, Kohle zum Schreiben und eine Zwiebel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Versuch mal alles. Ja. Vielleicht kann es mit Kohle an die Wand kritzeln. Haha!
Okay, man hat ihm das jetzt gegeben. Kundenkleber zum Frühstück, so klingt er ein bisschen. Red mal nochmal mit ihm, vielleicht kann man jetzt mit ihm reden. Ich glaube, der will den Teddy nicht. Aber man konnte auch hier hinten hingehen. Ich frage mich, ob man da noch irgendwas findet. Ich versuche mal dahin. Sprich halt nochmal mit ihm vorher. Du hast ihm doch jetzt die Kohle gegeben. Ja, vielleicht schon, kann er jetzt an die Höhlenwand zeichnen. Nee, okay. Was anderes einfallen. Hätte ja sein können. Dann machen wir es auf deine Weise. Vielleicht ist da irgendwo Treibgut oder so am Strand. Okay. Frage ihn mal, ob er eine Leinwand für uns hat, die uns leihen kann. Ha, das ist eine gute Idee. Hallo, was macht die Muse? Das, was... Ich habe gehört, ein gewisser Manuel Perez soll aus der Anstalt verschwunden sein. Echt? Habe ich nicht bemerkt. Ein Patient? Ja. Müssten Sie das nicht merken, wenn hier einer verschwindet? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Tag hier. Und eine Nachtschicht gibt's nicht? Nein, ich glaube nicht. Wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie mir dann Bescheid? Wenn ich ihn sehen sollte, werde ich ihn zurück in die Anstalt bringen. Das war die offizielle Aussage. Die inoffizielle lautet, ja, ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Aber das kann man auch anklicken. Noch auf ja, okay. Ach Gott. Ja, hier aber das kann man nur angucken. Meist... Gehen wir nochmal überall rein. Oder? Ja, hilft dir nichts. Oder warte, wir kürzen ab. Ja, genau. Mit Perez sprechen, da waren wir schon. Haben wir. Check. Aufgespießtes Porträt nehmen, das haben wir doch schon, oder? Mit Wurst, sagen Kohle aus Herd nehmen, Porträt und Kohle. Ah, ja, ja, klar. Wir müssen das Porträt holen. Ja, war gar nicht so falsch, wir dass wir versuchen. Wir waren tatsächlich nicht falsch, nee. Das, genau, die Leinwand. Wir müssen nur schon die bemalte Leinwand mitnehmen. Mhm. Und dann kann nämlich der Perez einen Schnurrbart auf das Gemälde zeichnen. Genau. Und dann, dann geht es ihm besser. Die Tür ist wieder ins Schloss gekommen. Ah. Nein. Da steht drauf, wer in der Tasche dir stand. Ich will doch das Porträt. So. Der verbliebene Anstand verbietet jeglichen Kommentar. Danke. So. Danke. Das war nicht leicht. Das war wirklich eine schwere Geburt. Schnell weg von diesem Bildschirm, bitte. Ja, okay. Dieser Presslufthammer macht mich fertig. So. Na gut. Gehen wir zum letzten Bildschirm. Hallo, Jun. Hallo. Oh, stimmt. Ich habe hier gar nicht diesen Emoji... über den Bildschirmrausch-App-Ding also aktiviert. Wirklich. Schade. Da Perez sich offenbar nicht mit Worten ausdrücken kann, vielleicht kann er seine Gedanken ja zu Papier bringen. Einen Versuch ist es wert. Perez hat irgendein Symbol aufgemalt. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Inkognito ist es. Aber es scheint kein wirres Gekritzel zu sein. Das Symbol ist klar und deutlich zu erkennen. Und die Linien sind so gerade, als wären sie mit einem Lineal gezogen worden. Bleibt nur die Frage, wie mir das jetzt weiterhilft. Ich werde Max mal eine SMS und ein Foto von dem Symbol schicken. Vielleicht kann der damit ja was anfangen. Ach, sind wir jetzt mit ihr fertig? Ganz genau, wir sind mit ihr fertig. Und jetzt kommt Max in Irland. Ganz genau, jetzt kommt sein Part. Er hat ein geiles, also ein geiles Handy. Tja. Ich würde ja schon gerne wissen, wie es Nina geht. Aber wahrscheinlich störe ich sie nur gerade bei irgendwas Wichtigem. An diesen Part kann ich mich noch relativ gut erinnern. Okay. Also zumindest, welche Bildschirme es da alles gab und so. Old Stevie's Part. Shit. Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Ach, ganz ehrlich, ich finde das geil. Ich würde gern, also so ein Wetter hätte ich einfach gern. Regen vielleicht nicht unbedingt, aber so generell so Wolkenverhangen und so am ich mag das Meer auch. Beziehungsweise an dem Fluss. Ach, das ist toll. Mir ist das hier echt gleich viel sympathischer als Kuba. Muss das ich sah auch sagen, so heiß aus und dann so Strand und alles und hier ist es so, genau, Sand so schön kühl und Bier. Bier? Super. Ja, ich meine so ein Pub, so ein altes Pub. Ja, okay. Ne? Ja, Bier muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ach ja.
Ich fände es auch so viel cooler. Ja, was? Wir klauen einfach das Schild. Ja, natürlich. Warum? Na dann. Okay. So, da ist noch ein Schild, was wir uns angucken. Das klauen wir auch noch. Wie 30er Zone hier. Bam, eingesteckt. So, na. Das nehmen wir nicht wirklich mit, oder? Mal sehen. Das ist fest im Boden verankert. Ah ja, leider. Sonst leider würden wir es hier gerne mitnehmen, aber... So. Steckt das Motorrad noch in die Tasche, wenn wir schon dabei sind? Hätte ich mir eh angeschaut. Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet Ach so, habe. Ach so, das ist eh unser. Ach, das ist deins. Okay, na gut, da ist noch eine Flagge. Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Ah, so ein ähnliches Rätsel gibt es bei Zack McCracken. Und jetzt kommt gleich ein Polizist und sperrt uns ein. Und dann, so ist das bei Zack McCracken. Da klaut man eine Fahne und wird eingesperrt. Und dann müsste quasi in der Metapher Nina extra hierher fliegen, damit sie uns aus dem Gefängnis holt. Ah. So muss man das nämlich in Zack McCracken machen. Mhm. Aber hier nicht. Na dann. Kann ich schon mal spoilern. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts. Entweder der Koch ist krank oder die befinden sich gerade in der Fastenzeit. Okay. Ich hätte ja, wenn man die Fahne vor so einem Haus nimmt, dann schon fast ne, so eine Referenz auf so ein klassisches Adventure, wie Zack McCracken erwartet. Aber gut. Wir können jetzt entweder in den Pub oder da runter. Ich würde jetzt erstmal da... Na, obwohl... Ach so, ja. Nee, gehen wir erstmal runter. Du weißt noch Bescheid so einigermaßen. Dann machen wir ja, so, ja. Ich eine Sache, die da habe ich lang gebraucht, um die rauszufinden, aber da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Die machen wir dann, wenn wir wiederkommen.